Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems and Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und dieses Video behandelt Distributed Systems in the News in der 17. Kalenderwoche. Und in dieser Kalenderwoche, in dieser 17. Kalenderwoche haben wir praktisch nur Krypto-News, dafür ganz spannende Krypto-News. Und zwar hat mich während den Übungen ein Student darauf aufmerksam gemacht, eben dass Chia eine Kryptowährung, wo man Krypto schürfen kann, nicht mit einem Krypto-Puzzle ausrechnen, also nicht wie Bitcoin oder wie Ethereum, sondern dass man Harddisk oder einen Beweis erbringen kann, dass man genügend Harddisk-Space alloziert hat, dem Projekt alloziert hat. Und diese Blockchain heißt Chia. Da gab es auch einige Newsartikel über diese Blockchain. Das ist der erste Artikel hier. Und da sieht man bereits, and why is it bad for Hard Drives? Die Gefahr ist oder die Befürchtung ist, dass ähnlich wie die GPUs von Minern verwendet werden, jetzt auch die SSDs und die Harddisks von Minern verwendet werden, sodass die knapp werden. Ein paar Hersteller in China haben das schon gemeldet, dass sie mit ihren Harddrives out of stock sind. Und das könnte sich noch verschlimmern. Das sind so die Befürchtungen. Die Chain, das Mainnet, die sind live, aber die Währung kann man noch nicht handeln. Das heißt, auf CoinMarketCap sieht man da auch keinen Preis und das wird aber demnächst kommen, mit dem rechne ich. Die Blockchain, die soll weniger Energie verbrauchen. Ich glaube, das tut sie auch. Es wird auch in diesem Artikel hier von einer neuen grünen Kryptowährung gesprochen. So grün halte ich die Kryptowährung auch wieder nicht, weil eben es muss Hardware produziert werden. Die geht dann vom Markt weg, geht dann in solche Mining-Formen. Ich bin aber mit dem Argument einverstanden, dass es weniger Strom braucht als die Mining-Formen, so wie wir sie jetzt kennen, aber trotzdem, es werden Ressourcen gebraucht, die man zum Beispiel mit Proof of Stake so nicht brauchen würde. Chia verwendet zwei Mechanismen, Proof of Space. Dort ist es so, dass man beweisen muss, dass man Daten gespeichert hat, die für das Krypto-Puzzle notwendig sind. Das heißt eigentlich nichts Sinnvolles. Es gibt da andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Sia, die finde ich ein bisschen spannender, weil die stellt dann den Festplatten Speicherplatz zur Verfügung. Das heißt, man kann hier auch über das Sia-Netzwerk Speicher kaufen. Der wird dann eben also derjenige, der es kauft, überweist dann das Geld demjenigen, der den Speicher zur Verfügung stellt. Und so kann man den Speicher auch sinnvoll nutzen. Bei dem Chia-Netzwerk dort werden eben Daten gehalten, die wichtig für das Krypto-Puzzle sind, dass man es beweisen kann, dass man es speichert, aber das muss eben nichts Sinnvolles sein. Das ist ein Mechanismus, den Sie haben. Den zweiten Mechanismus, den Sie haben, ist Proof of Time. Das ist ein Krypto-Puzzle. Ähnlich wie jetzt bei Bitcoin, aber man kann dieses Krypto-Puzzle nicht parallelisieren. Das heißt, sie haben Verifiable Delay Functions drin. Andere nennen es Proof of History, wie zum Beispiel das Solana-Netzwerk. Und das funktioniert so, dass bei so einem Proof of Work jeweils auf dem nächsten aufbaut und das verhindert eben, dass man es parallel betreiben kann. Das heißt, man kann es dann nur auf einem Core betreiben und man muss es dann sequenziell durchrechnen. Das mit der aktuellen Rechengeschwindigkeit und mit dem Gesetz von Moore kann man ungefähr errechnen, wie lange das es eben braucht, diese Berechnung. Wobei eben, wenn man
diese Berechnung nur sehr kurz hat, ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten, dann greift das Gesetz von Moore noch nicht. Aber es gibt auch bei diesen Verifiable Delay Function, es gab da von dem Erfinder oder Miterfinder von RSA, das ist Ron Rivest, da gab es ein Time Capsule Crypto Puzzle, das es zu lösen gibt. Und das wurde eben 1999 erstellt, welche ebenfalls ein Rätsel gestellt haben, welches sich nicht parallelisieren lässt. Und das Rätsel, das wurde dann geschätzt 1999, dass es ungefähr 35 Jahre braucht, bis es gelöst wird. Mit dem aktuellen Gesetz von Moore, wo sich die Rechenkapazität alle 18 Monate verdoppelt. Und es wurde aber auch es wurde schneller gelöst, und zwar war es bereits 2019 der Fall von diesem Menschen hier. Er hat dann auf seinem Rechner jeweils ein Core dediziert für diese Berechnung verwendet, und er hat dann in diesem Artikel gesagt, ja, es hat ihn bei seiner Arbeit nicht groß gestört. Ganz interessanter Artikel, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Bleiben wir in der Kryptowelt, und zwar wurde ein weiteres Meme verkauft, und zwar das Disaster Girl. Das hat ungefähr 390.000 US-Dollar eingebracht und wurde als NFT verkauft. Bleiben wir weiter in der NFT-Welt, und zwar gab es eine Ankündigung von Opera, dem Browser. Die haben jetzt Unstoppable Domains integriert in ihrem Browser, und Unstoppable Domains, dort kann man Domains registrieren mit der Endung .crypto. Und das Interessante dabei ist, dass man diese Domains in der Blockchain registriert. Das kann zum Beispiel auf Ethereum sein, und die Blockchain und der Domainname wird dann als NFT registriert. Das heißt, der Browser muss dann auch eine Verbindung zur Blockchain haben, um zu überprüfen oder um nachzuschauen, was dann hinter dieser Domain steht, damit man diesen Namen dann auch auflösen kann. Unstoppable Domains sind Domains, die, wenn sie einmal ausgestellt worden sind, die kann man nicht mehr stoppen. Das heißt, eben der NFT auf der Blockchain, die Ethereum-Blockchain, kann man nicht mehr abschalten. Das heißt, man besitzt diese Domain dann als NFT, kann es dementsprechend auch transferieren, aber niemand kann einem diese Domain dann wegnehmen. Dann die letzte Meldung aus der Blockchain-Welt. Hier geht es um einen Bitcoin-Mixer, und zwar wurde der Betreiber des Mixers Bitcoin Fog, der wurde verhaftet, und ihm wird vorgeworfen, Bitcoins im Wert von über 300 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Jetzt die Frage ist, was sind Mixer? Ich habe in der letzten Vorlesung erwähnt, dass man bei Bitcoin nicht anonym ist. Ich habe dann gesagt, man ist dann eher pseudonym. Das ist deshalb, weil man eben zwischen diesen Transaktionen auch Rückschlüsse ziehen kann. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Outputs sieht, dann ist ein Output mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Change-Adresse, die wieder in das gleiche Wallet zeigt, und so kann man dann versuchen herauszufinden, welche Adressen alles in einer Wallet sind. Nun, wenn man anonym bleiben möchte im Bitcoin-Netzwerk, wenn man nicht möchte, dass man zurückverfolgt werden kann, woher, aus welchem Wallet die Transaktion gekommen ist, dann kann man eben so einen Bitcoin-Mixer verwendet. Der nimmt dann beliebige Inputs und Outputs und sendet die Coins dann wieder zurück, und dann weiß man nicht mehr, wenn man eine riesige Anzahl von Inputs hat, woher das Geld gekommen ist. Wenn man den Mixer zwei, dreimal verwendet, dann ist es extrem schwierig herauszufinden, wo diese Transaktion hergekommen ist. Mittlerweile gibt es auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Monero, wo eben darauf geachtet wird, dass man bei den Zahlungen anonym ist, dass die Zahlungen anonym sind. Das wird mit diversen kryptografischen Algorithmen und Mechanismen gelöst.
Der letzte Artikel, der ist nicht aus der Kryptowelt und in diesem Artikel geht es darum, wie eine Firma und vor allem warum eine Firma einen eigenen DNS-Server geschrieben hat. Ich fand den Artikel interessant, weil ich betreibe meinen eigenen DNS-Server, Bind auf meinem Rechner und das beschreibt, wie man eben oder warum sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Ganz spannend fand ich dann auch den Link auf die Library, die sie verwendet haben. Das ist diese Library hier. Mit dem kann man eigentlich relativ einfach, also einfach, man muss natürlich verstehen, was man macht, aber damit kann man seinen eigenen DNS-Server schreiben. Für den letzten Artikel habe ich dann auch dieses Meme hier erstellt, das ich dann versuchen werde per NFT zu verkaufen. Also wenn man eine Webseite betreiben möchte, kann man das zum Beispiel auf einer Hosting-Plattform machen, da muss man fast nichts machen. Wenn man mehr selber machen möchte, kann man zum Beispiel einen Service wie Amazon Route 53 verwenden. Ein Schritt weiter ist eben seinen eigenen DNS-Server zu betreiben. Das ist, was ich mache. Und dann der nächste Schritt wäre, einen eigenen DNS-Server zu schreiben.